Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und diesmal ist es ein Doppel-Unboxing, weil es das gleiche ist. Und zwar kriegt ihr euch erstmal nach unten, sind wir immer noch in der Kamera-Reihe, also mit Produkte für meine Alpha 6000. Ich mache das hier erstmal locker für euch, also ab. So. Achso, Wasser können wir wegpacken. So. Eins können wir erstmal wegpacken. Uns reicht erstmal eins. Von Ulanzi Fast Glow. Habe ich jetzt geholt bei eBay für 32 Euro, glaube ich, für zwei Stück. Chlor. 49 Gramm Aluminium. Mhm. So. Das ist nämlich was ganz Cooles. Das habe ich durch einen dummen Zufall nur gefunden. Weil das wurde mir so am Anfang gar nicht angezeigt. Ist wirklich ganz klein und neckisch und mehr ist hier auch nicht drin. Ich zeige euch das mal anhand der Alpha. So. Und zwar ist das ein Schnellverschluss. Ein Schnellverschluss für die Kamera aus Aluminium, den wir jetzt hier so betätigen können und dann können wir das abmachen. Und dass wir das nicht aus Versehen, wenn es jetzt hier eingerastet ist, nicht aus Versehen aufmachen, können wir hier so einen Feststell machen und dann geht es nicht ab. Dann geht es nicht ab. Dann müssen wir erst wieder das zurückschieben. Und nur einer ist rot mit dem Schloss, der andere ist schwarz. So, ich zeige euch das mal. Wir schrauben das mal hier jetzt erstmal auf die Kamera rauf. So. Muss das nicht auch irgendwann mal fest werden? So. So, ich mache das mal so. Und dann haben wir das jetzt so fest. Und ich habe dann noch ein zweites. Warum habe ich ein zweites? Das kann ich euch gleich zeigen. So. Und zwar, wartet mal, dafür müsste ich jetzt mal kurz die Cam abbauen, damit ich euch das zeigen kann. Ah, so. Und zwar, wartet, ich muss mal ausmachen. So, ich habe jetzt mal die Kamera vor mich gemacht, damit ihr das sehen könnt. Und zwar, das ist die Platte, die vorher immer an meinem Camcorder unten dran war. Das ist ein Schnellverschluss für für mein Stativ, ja, hier ist das Stativ, ein Schnellverschluss und dann hat man hier so einen Hebel, den mache ich weg und dann kann ich das so abnehmen. Die gibt es leider nicht einzeln zu kaufen, leider. Aber ich brauche ja zwei, ich will ja nicht immer die Schrauben an- und abschrauben. Ich zeige euch auch gleich warum. Ich muss hier nur schnell, ach, jetzt geht das hier. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Mir geht hier auch immer wieder. Dieser silberne Pinöpel ab. Der eigentlich hier eingerastet sein soll. Den wir jetzt hier mal kurzzeitig mit ein Stück Papier nach unten drücken. Oder ein Stück Pappe. Oder ach, mache ich mit dem Messer gleich. So, ich mache das nochmal ab, damit ich euch das besser zeigen kann. So, weil ich habe auch keinen Bock, dass die Kamera kaputt geht. So, das ist halt der neue Schnellverschluss und den mache ich auf den alten Schnellverschluss einfach drauf. Ja,
Wartet mal, ich mache das anders. Ich mache das hier einfach mal fest. So. Dann mit dem Messer den Pinöpel nach unten drücken. Jetzt ist er schon wieder raus, der Pinöpel. Egal, kommt er wenigstens nicht weg. So, den können wir jetzt hier schön raufschrauben. Hier ist er auch fest. Nach fest kommt ab, muss man aufpassen. Jetzt ist es hier fest drauf. Jetzt können wir hier die Kamera raufschrauben oder beziehungsweise die Platte abmachen. Hoppala. Und hier unten ist auch so eine Schraube. Die kann man festhalten, damit man es halt vernünftig drehen kann und festmachen kann. So, wenn wir kurz noch mal locker machen, dass man das hier justieren kann. So, und wenn es justiert ist, einfach festschrauben. So, und dann haben wir hier praktisch, das ist die Halterung dann. Und jetzt brauchen wir hier nur einrasten. Und schon ist die Kamera fest drauf, kann nicht runterfallen. Und wenn wir sie brauchen, einfach hier festhalten und abziehen. Ja, warum dann aber zwei? Ja, wenn die jetzt hier drauf ist und ich jetzt ein Video mache und ich möchte dann abends einen Stream machen und möchte die dann wieder als Kamera nehmen, ja, müsste ich halt alles wieder abschrauben. So, einfach ab. Die zweite Halterung, die ist ja jetzt bei der Kamera unten an eurer Kamera dran und die ist ja dann da oben, dann brauche ich sie auch da nur raufstecken und dann ist die fest. Genauso wie ich jetzt einfach die Kamera hier nehmen kann. Wartet mal. So, muss ich mal hier ein bisschen. Ist mir mein Stativ ein bisschen zusammengeklappt. So, dann müssen wir mal hier das abmachen. Ich habe es jetzt hier abgemacht. Und jetzt kann ich das einfach so raufstecken. Und ich kann die Kamera benutzen. Hat halt den positiven Effekt, weil ich zwei habe, weil ich eigentlich nur zwei Unterhälften brauchte. Ich zeige es euch nochmal. Dann hier einfach drauf und fertig ist. Hat halt den positiven Effekt, ich kann jetzt beide Kameras auf beide benutzen. Ich zeige euch mal noch was. So. Und wenn ihr das irgendwie verkehrt rum gemacht habt oder so und der Stift hier wollt ihr in der Seite nach hinten, in der Seite nicht, ist auch überhaupt kein Problem. Also das Ding ist gleich. Ob ihr das jetzt so oder seitlich raufsetzt, das ist komplett Jacke wie Hose. Also, halten tut's, ist Alu, so, und fest ist es. Ja, deswegen halt zwei. Ich bräuchte auch noch ein drittes. Das kommt dann später noch. So, dann haben wir das nächste Produkt abgearbeitet. Dann geht es gleich ans Anschließen. Ich freue mich schon. Und erstmal Kamera einrichten und die Videos übertragen. So. Das sollte jetzt erstmal soweit gewesen sein. Zu dem dritten, neuen Standfuß und Fernbedienung mache ich dann später ein Video. Weil da muss ich erstmal die Kamera einstellen und alles drum und dran. Das kommt dann halt später. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, es kommt auch nochmal später ein Video, wenn alles fertig ist. Die Kamera da ist, wo sie sein soll. Die Kamera eingerichtet ist. Ich mich mit der Kamera ein bisschen beschäftigt habe. Alles fest, die Kabel verlegt sind und ich wirklich sage, jetzt bin ich zufrieden. Dann kommt nochmal ein Video. Vielleicht mache ich auch ein Verkabelvideo und erkläre nochmal, wie denn halb. Und zur Kamera kommen sowieso noch Videos. Ich werde halt testen mit dem Camlink und mit einem Mini-HDMI. Mit USB werde ich es testen.
Und auch Strom mal hier mit USB, mal da mit USB. Da sind ganz viele Sachen, wo ich testen will. Ich habe davon Kabel direkt. USB-Kabel und HDMI-Kabel und was weiß ich alles. Aber das kommt alles später, da muss ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.